Man wartet hier die ganze Zeit, bis dieser Regen hier weggeht. Aber das regnet hier die ganze Zeit ununterbrochen und total in Strömen. Und hier, das wird alles hier immer nasser und nasser. Und das ist voll scheiße. Das geht hier rein und... Nee. Ich habe immer weniger Chillfläche, also getrocknete Chillfläche. Weil das hier... Weil guck mal, ich kann das hier nicht vernünftig schließen, weil hier von diesen vergammelten, mit Morsch und Pilze belagerten Stock, das hat diese morschen Äste dran. Und deswegen kann ich das nicht zumachen. Und deswegen regnet das hier rein und macht meine ganzen Sachen hier nass. Das nervt mich. Das gehört so nicht. Und wir wollen nicht irgendwie jetzt in diesen nassen, strömenden Regen schon bereits einpacken, weil sonst wären die ganzen Sachen, was man jetzt einpacken würde, in diesem Moment. Das heißt, solange der Regen noch rumregnet und wir deswegen noch nicht wirklich starten können mit dem Sachen zusammenpacken, werde ich erstmal ein Wartebier trinken. Zum Bier trinken. Aber ist echt nervig mit dem Regen gerade. Der muss verschwinden, der muss weggehen. Der muss richtig weglaufen. Der muss Platz für blaues Himmel machen, damit die Dreischepperung auf die Glatze drauf fällt. Das ist wichtig. Oh Scheiße, eben gerade ist Scheiße passiert. Und zwar irgendein Spießer hat uns wahrscheinlich gesehen gehabt, dass wir hier gezeltet haben, kampiert haben. Und der hat die Polizei angerufen, weil das hier sollte ein Naturschutzgebiet sein. Und wir haben das gestern Nacht überhaupt gar nicht gesehen gehabt, dass das hier ein Naturschutzgebiet wäre. Wussten wir überhaupt gar nicht. Und die sind eben gerade angekommen, also die Polizei, und haben erstmal unsere Personalien aufgenommen. Aber höchstwahrscheinlich deswegen, weil wir wahrscheinlich nicht vorbestraft sind oder so, wurde das zu einer mündlichen Verwarnung belassen. Und wir müssen auf jeden Fall jetzt innerhalb der nächsten halben Stunde das Ganze zusammenpacken und von hier verschwinden. Genau. Und das machen wir jetzt auch. Und der Regen hat so ein bisschen nachgelassen, zum Glück. Sodass... Ja gut, könnte man zusammenpacken. Aber Glück gehabt, dass der Regen so ein bisschen nachgelassen hat. Weil bis eben gerade war die ganze Zeit im Strömen geregnet. Und wir hätten schon längst zusammengepackt, wenn dieser Regen uns in Ruhe gelassen hätte. Bäh, dieser Baum spritzt mich gerade nass. Und guck mal. Dieser Stock, der ist so vergammelt. dieser vergammelte Stock mit Moos dran, der hat meinen Tarp gehalten. Und ja genau, da hatte ich das hier zugehört. Das ja hier am Stock nochmal dran. Und genau, da in diesen, wie heißt das Ding, in dieser Spalte, da hat das reingeregnet. Und das hat auf meinen Kopf getropft. Aber gut, jetzt erstmal zusammenpacken, Start kommt. So, die Sachen sind gepackt und jetzt laufen wir jetzt erstmal ein Stück weg von hier. Wir sind jetzt wieder auf dem Weg drauf und wir haben da hinten gepennt. Da wollte diese Pflanzen da rumpflanzen. Und genau dann dahinter, da ist direkt eine Straße und das haben wir heute Nacht gar nicht gesehen gehabt. Und ja, scheiße. Aber egal, ist halt so. Ich werde erstmal darauf ein Bier trinken. Geprost. Oh, die Sonne kommt raus. Und jetzt laufen wir ein Stück. Und wenn wir dann irgendwann, keine Ahnung, so eine gute
trockene Sitzgelegenheit finden. Da werde ich dort Zähne waschen und Kaffee trinken. Kaffee machen und vielleicht. Na, wobei, ich habe noch ein paar Brote. Die müssen auch noch reingemacht werden. Das ist wichtig. Guck mal. Das hier. Und das da drüben. Das sieht voll cool aus. Hier mit See und so weiter. Die Blasen sind am Start. Aber das ist schwarz genug. Es muss getrunken werden. Und oh Scheiße, diese Kaffeepads sind aufgerissen. Das heißt, ich habe das mit dieser durchfallfarbene Pulver habe ich das hier bekleckert, meine Kaffeedose. Wo auch eine Flasche Öl drin ist. Das nervt mich. Aber jetzt erstmal Kaffee saufen. Ja, kann ich immer wieder wiederholen. Kaffee in der Natur zu saufen ist geil. Brot ist aufgegessen, Kaffee ist ausgesoffen, Zähne sind gewaschen und jetzt weiter zu gelaufen. Guck mal, es regnet die ganze Zeit rum und Nico hat hier diesen blauen Sack an und wir stehen hier ganz kurz unter diesem Baum, aber wir gehen gleich weiter. Und hier aus Zufall haben wir die zwei älteren Damen getroffen, die über 80 sind. Die wir haben, ich glaube, am zweiten Tag getroffen hatten. Die sind uns aus Zufall wieder begegnet und das war nett gewesen. Haben wir uns auf jeden Fall noch ein bisschen unterhalten gehabt und war cool gewesen. Ich glaube, die laufen, weiß nicht, keine Ahnung, 15 Kilometer oder so, von Pension zu Pension oder so. Also glauben wir auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall haben die wenig Gepäck dabei. Wurzeln. Ein Moment der Schwierigkeit. Hier, mein Müllsack, der nervt rum. Der ist schwer mit diesen ganzen leeren Bierflaschen und so weiter. Wir müssen da Mülleimer finden. Richtig geil. Die Sonne ist draußen. Die drei, der fällt runter und klatscht so richtig hier auf meine Solarpanel drauf. Das heißt, Akku wird endlich geladen. Richtig geil. Und jetzt weiter zu gelaufen. Guck mal, wir haben hier einen versifften Schild gefunden. Da steht drauf, 2 Kilometer bis Handelow entfernt. Und in Handelow, da gibt es Biergeschäfte und sowas. Und Undelow, oder wie das heißt, 18,5 Kilometer. Und das wäre dann für uns unser Ziel heute. Und hier, guck mal, wenn wir in der Handelow angekommen sind, da sollten Biergeschäfte sein. Ich habe zwar noch... wie heißt das Ding? Ich habe zwar noch einiges an Bier drin. Muss ich gleich nachzählen, wie viele Flaschen ich noch drin habe. Ich würde so ein bisschen Nachschub holen, keine Ahnung, so dass dann irgendwann die drei Träger wieder voll sind.
Gut ausgewachsener Ahorn. Mein Ding ist die abgeflogen. Ich hab das fast vergessen. Hast du Scheiße gemacht. musst du größere Augen haben. Du musst dir Augen im Hinterkopf reinwachsen lassen. Die müssen geboren werden, damit du das siehst, dass das nicht verloren geht. Weil sonst musst du auf diesen nassen, kalten Boden schlafen. Das wäre nicht so schön. Ja. Das wär Survival. Sonnenblumenfeldlandschaft gefunden. Da spritzt Sonnenblumenöl raus. Guck mal, wie kaputt und verdreckt mit ganz viel durchfallfarbene Dreck dran. Belagerte. Nicht nur vorhandener Rad von Nikos Rollkoffer aussieht. Aber dieser Rad hier, der hat auch langsam hier einen Riss dran. Das hört sich geil an. Richtig gut. Ich feiere das. Ja, wir müssen unbedingt nach einer Alternative gucken, dass ich hier. Vielleicht bringt Marvin heute Abend einen Rucksack mit oder hier Flatty bringt hier so einen Sackkarre mit. So eine günstige Sackkarre, ja. Und dann kann ich das alles darauf tun. Die Tüte, die nervt richtig hier, diese Famila-Tüte, ja, weil da weiß. Alles mein Essen drin ist und das Rad ist ja kaputt und dann kippt er immer so zur Seite und die Tüte macht dann so und dann hängt die ganze Zeit so und dann ist es noch schwieriger. Aber hier, ja genau, Alternative hier, wie heißt das Ding? Entweder Sackkarre wie bei mir oder Einkaufstrolley. Das wäre, denke ich mal, für das, was du jetzt da hast, am empfehlenswertesten. Richtig. Dann gehen die Touren auch schneller. Richtig. Ich bin eben gerade hier hochgegangen. Und da drüben, da ist ein Biergeschäft. Das ist ein Edeka. Und deswegen werden wir jetzt hier diesen Weg mit Schwierigkeit, also diesen Hügel hier, mit unseren schweren, dreckigen Wagen hochschieben und dann da drüben Bier und noch mehr Sachen kaufen gehen. Das machen wir jetzt. So, wir sind jetzt oben drauf. Hier ist dieser Edeka. Wir sind jetzt gerade in dieser Ortschaft Handelo, oder wie das heißt. Da sind wir gerade angekommen. Deswegen steht hier auch ein Edeka rum. Und also genau nur aus diesem Grund steht da ein Edeka rum. Ich werde jetzt Bier und vielleicht noch mehr Sachen kaufen gehen. Und Nico, keine Ahnung, Brötchen oder sowas. Brötchen, ja. Vielleicht hole ich mir auch so einen kleinen Snack oder sowas. Also irgendwie eine Apfeltasche oder so. Ich glaube doch, Apfeltasche hätte ich Bock drauf. Aber hier. Ich werde jetzt erstmal nachzählen, wie viele Biere ich jetzt noch in meiner Kühltasche drin habe. Und werde dann abzählen, wie viele Biere ich dann kaufen tue, um jetzt auf 3 Träger zu kommen. Das werde ich jetzt machen. Genau. So, ich habe eingekauft. Und zwar diese 2 hier, das wollte Nico haben. Und für mich, weil ich noch 7 Bier in meinem Wagen drin habe und maximal 20 Bier reinpassen, aber ich würde sagen, 3 Träger wäre perfekt, da habe ich mir 2 Träger König Pilsener gekauft. Weil ich finde, König Pilsener, das schmeckt irgendwie Hasseröder sehr ähnlich. Und Hasseröder gab's hier nicht in 6er Träger. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, König Pilsener, das hole ich mir heute. Für mich habe ich dann hier 2 Apfeltaschen gekauft, damit ich das gleich fressen kann. 2 Grabkerzen, weil ich habe, glaube ich, nicht mehr so viel. Ich glaube, die Grabkerzen, die ich sonst dabei habe, die halten nicht mehr so ganz lang. Dann habe ich mir ein Eis geholt, weil ich irgendwie Bock drauf hatte. Und guck mal, zur ganz großen Überraschung. Hier, Zeller Bier, 2 Stück. Zeller Bier, Original Heitier Bier. Oder, ach nee, keine Ahnung, ob das Zeller Bier ist.
Ja, genau. Brauerei Karl Betz GmbH. Zelle. Genau, das ist Zellerbier sogar. Habe ich noch nie getrunken. Hier Original Heidtier Pils. Richtig geil. Das heißt, ich habe mir überlegt, da zwei Stück davon zu kaufen. Extra damit sowohl ich als auch Nico zum ersten Mal Zellerbier Original Heidtier Pils probieren tun. Aber wir trinken das noch nicht jetzt, sondern wir packen erstmal ein. Und dann, wenn wir eine Sitzbank gefunden haben, dann trinken wir das. Dieser Zellerbier Original Heidtier Pils. Ich bin sehr gespannt drauf, wie das schmeckt. So, wir haben eine Sitzbank gefunden, mit Tisch sogar. Und darauf werden wir dieses Original Heidtier Pils ausprobieren. Prost. Gib Prost. Erst hat das den Geschmack gehabt vom Bittermalz zwischen. Und danach halt hat man den Alkohol geschmeckt, finde ich. Schmeckt gut. Schmeckt gut. Wir haben gerade Bier ausgetrunken und jetzt weiter zu gelaufen. Nach Richtung Bahnhof erstmal, um da diesen Heidschnockenweg zu suchen. Das machen wir jetzt. Aber der nächste Ort. Ich finde das voll cool, wie gut dieser Heidschnockenweg ausgeschildert ist. Das ist nicht bei jedem Wanderweg genauso so gut ausgeschildert. Aber man verläuft sich auf jeden Fall kaum. Also es ist richtig, also bisher ist es richtig gut ausgeschildert. Prüfen, wie es später wird. Richtig geile Geräusche. Elefanten gefunden. Flüssigkeiten gefunden, die hier rumschwimmen. Weg mit Matsch dran. Das heißt, sowohl meine Füße als auch meine Reifen, die werden von diesem ganzen Matsch hier durchdreckt und so weiter. Scheiße, wegen diesem ganzen matschigen Weg sind meine ganzen Räder hier verstopft. Mit diesem ganzen Sand und Dreck und so weiter. Das heißt, es ist viel, viel schwieriger, diesen Wagen hier rumzuschieben. Diesen schweren, mit Bier überlagerten Wagen. Und für den da vorne ist das auch nicht viel leichter. Nee. Guck mal, wie durchfallfarbig der Wagen von, ja, dieser Koffer, von Nico hier aussieht, von It's Nico. Hast du toll gemacht, richtig geil. Aber super, super, High Five. Hier steht drauf, Undeloo, also da, wo wir unsere Zielortschaft, oder vielleicht schaffen wir weiter, nur noch 8 Kilometer. Das heißt, Undeloo über Meiningen, dann 8 Kilometer. Dann sind wir da, dann laufen wir dann dort durch. Und wenn wir in Undeloo angekommen sind, dann werden wir hier Marvcon TV treffen. Ja. Sag mal Pfursten. 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 Ah, oh, ist das ein geiler Matsch hier vorne. Sieht richtig geil aus. Oh, richtig geil, das passiert. Das wird mir gleich auch passieren, glaube ich. Oder nee, obwohl. Obwohl, nee, ich mach das schlauer. Ich laufe jetzt hier oben durch. Na toll. Oh, Scheiße.
Ich bin gerade weggerutscht. Was ist ekelhaft? Ja. Wie wär's? So, aber jetzt sind wir drüben. Und jetzt weiter zugelaufen. Guck mal, seht ihr diese ganze Linie hier vorne? Diese Linie, die sieht voll cool aus, oder? Weil guck mal, und diese Linie, die sieht nur deswegen so cool aus, weil hier, guck mal. Hier ist noch eine Linie. Wing Eve hier, der hat diesen ganzen Dreck eingefangen. Das hat diesen ganzen Dreck und so hier aufgefickt und hier dran gemacht. Das ist richtig, richtig, ich bin stolz auf dich. Das hast du richtig super gemacht. Danke. Richtig geil. Hier, guck mal, hier steht drauf, Undelo, 11 Kilometer. Und das wäre dann halt unser Heidschnuckenweg. Aber weil der sowieso durch Undelo durchführen wird, haben wir uns überlegt, diesen Fahrradweg zu nehmen. Hier, Undelo, 8 Kilometer. Weil dann wären wir in ungefähr, keine Ahnung, 1,5 bis 2 Stunden da. Und hier, MarvCon TV, der wartet auf uns in Undelo. Und deswegen, wir wären dann hier mit dem Fahrradweg viel schneller hier bei diesem asphaltierten Weg. Und deswegen denke ich mal, nehmen wir einfach diese Abkürzung. Und wenn wir dann in Undelo angekommen sind, dann den Heidschnuckenweg wieder aufsuchen. Genau, das machen wir jetzt gleich. Also jetzt dahin laufen, Start kommt. Ja, Mülleimer gefunden. Das heißt, ich kann schon wieder diesen. Na, da drin sind nur Bierflaschen, deswegen kann ich die, ohne mich selber dreckig zu machen, rausholen und hier hinstellen. Ich habe nur 4 Bier bis zu diesem Weg hier getrunken. Ich habe hier noch ein, wie heißt das Ding nochmal? Apfeltasche. Apfeltasche, genau. Jetzt Apfeltasche essen. Und ich diese Honigmelonen. Nur für kurze Zeit mal gucken, wie die schmecken. Prüfen. Ein bisschen Zucker. Nico hat Zuckermangel. Noch 5 Kilometer, bis wir in Undelo angekommen sind. Guckt euch mal diesen Himmel hier an. Die Sonne geht immer weiter runter. Das heißt, weil die Sonne immer weiter runter geht, bald Dunkle kommt. Da vorne ist so ein Untergang. Und ich finde, das sieht ganz hübsch aus da vorne. Wir haben Undelo gefunden. So, wir sitzen jetzt gerade neben etwas hier rum und wir warten auf Marvin. Marvin wird mit dem Auto hergebracht und Nico hat Koordinaten geschickt. Und solange Marvin noch nicht da ist, werde ich einen von zu Hause geschmierter Brot fressen. Guck mal hier! MarvCon TV ist vorhanden! Ich bin angekommen. Er ist angekommen! Und hier, er ist auch dabei! Der Urbex-Hippie!
Mit dem Staubsauger. Mit Staubsauger. Oder ja. Den Wald sauber machen. Der Hippie geht den Wald saugen, damit der Wald sauber bleibt. Und jetzt zu Fuß dorthin laufen, wo Wildcamp-Zeltplatz da ist. Start kommt. Mit mir inklusive. Ich freue mich, dass dann Marvin endlich wieder dabei ist. Guck mal, wir haben hier eine Schutzhütte gefunden. Aber die reicht vielleicht für zwei Personen. Und wir sind zu dritt und das ist auch viel zu nah an der Straße dran. Und deswegen gehen wir ein Stück weiter in den Wald rein und suchen uns da unser Wildcamp-Zeltplatz. Wir sind auf der Suche nach einem geeigneten Wildcamp-Zeltplatz und den versuchen wir jetzt gleich zu finden. Also jetzt versuchen wir den zu finden. Und langsam fängt es an zu regnen. Oh Scheiße, es regnet die ganze Zeit in Strömen. Und ich habe jetzt für mich und Nico hier ein Zelt aufgebaut. Und hier, guck mal. Marcon TV. Er baut sich auch hier etwas auf. Hallo. Hängematte. Hängematte und Regenkontur, weil ich meinen Tarp vergessen habe. Genau bei dem Wetter. Ja. Aber genau jetzt in diesem Augenblick, da fängt es an so richtig zu regnen. Auf volle Kanne. Gerade angekommen, wo volle Kanne Regen kommt. Es hört doch echt nicht auf zu regnen, ey. Die ganze Zeit stark Regen, der hier runter fließt. Hier guck mal, weil ich im Starkregen hier diesen Tarp aufgebaut habe, sind diese ganzen Sachen hier komplett nass und so weiter. Inklusive mein Schlafsack und der Isomatte und Unterlegplane. Es ist alles nass geworden. Und das nervt voll. Der Regen muss weg. Aber hier, das regnet die ganze Zeit rum und es will einfach nicht aufhören. Und das nervt uns total, weil da kommt ein bisschen Wind auf und wegen diesem Wind, das zieht genau in meine Richtung rein. Und das regnet direkt die ganze Zeit total rein in da, wo ich liege. Ich bekomme die ganzen Tropfen ab und das nervt mich total. Hier, Nico, der liegt dann heute neben mir. Ich habe diesen Tarp hier oben aufgespannt, auf diesen Ast. So, hier, Marvin ist unter diesem Tarp auch drin. Aber hier, guck mal, Marvin hat was zu erzählen. Ja, also ich bin heute Morgen um 4.30 Uhr aufgestanden und musste arbeiten, 12 Stunden. Und dann wollte ich halt ziemlich schnell hierher und habe dann versucht, alles Mögliche so schnell wie es geht zu packen und zu fertig zu machen. Ich habe gestern schon vorgepackt und so. Und hatte die ganze Zeit im Kopf, dass ich meinen Tarp hinten in meiner Tasche am Fahrrad dran habe. Aber anscheinend liegt das Tarp jetzt zu Hause. Und ja, es regnet die ganze Zeit. Jetzt habe ich meine Hängematte aufgebaut da hinten. Und drüber habe ich meinen Regenponcho. Das ist ein Regenponcho, den man halt auch aufmachen kann und als Mini-Tarp verwenden kann. Reicht leider nicht komplett über die ganze Hängematte. Und jetzt regnet das auf der anderen Seite rein und habe ich so, halt so einen See in meiner Hängematte drin. Ja, jetzt sitze ich hier. Der ganze Regen, der wird immer stärker und der regnet durch diesen Tarp durch. Dann bekommt die ganze Tropfen ab. Das nervt uns. Aber ich habe mir ein gutes Tarp in die Wunschliste reingepackt. Das soll die ganze Nacht durchregnen. Laut Wetterbericht.
Und hier, Marvin hat einen tarnfarbenen Regenmantel an. Und ich habe einen gelben Sack an.